Willkommen bei Yo-Kai Watch. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Uhrengeschäft, weil ich möchte gucken, ob wir vielleicht jetzt schon in der Lage sind, uns die nächste Yo-Kai Watch zu holen, beziehungsweise das nächste Upgrade. Naja, sind schon wieder lauter C-Rang-Yo-Kai. Will ich nicht. Ich interessiere mich nur für die A-Rang-Yo-Kai. Jetzt können wir mal gucken, ob wir hier irgendwelche Quests haben. Also wir haben auf jeden Fall da eine Quest. Hier ist irgendwo ein D-Rang-Yo-Kai. Ich gehe mal gerade hier rüber. So. Huch. Entschuldigen Sie, kleiner Pimpf. Was ist passiert? Du siehst so mitgenommen aus. Ja, ich mache mir Sorgen um meine Oma. Was ist los? Dauernd werden Streiche auf ihrem Telefon und Handy gemacht. Das scheint kein typisches Yo-Kai-Verhalten zu sein. Sie verlässt ihr Haus, um den Anrufen zu entkommen. Also ist sie nie da, wenn ich sie besuchen gehe. Ich will ihr helfen, aber ich weiß nicht wie. Wenn ich doch nur eine gute Möglichkeit wüsste, ihr zu helfen. Na, wir helfen auf jeden Fall. Wirklich? Du willst mir wirklich helfen? Naja, ich versuche mein Bestes. Wo wohnt deine Oma? Ihr Haus ist beim Fahrradladen in der Nähe der Sonneck-Haltestelle. Hierbei brauchen wir vielleicht etwas Yo-Kai-Unterstützung. Aber gehen wir erstmal zum Haus der Großmutter. Telefonstreich. Okay, das bedeutet, wir könnten jetzt hier auch natürlich noch den Quests weitergehen. Ja, ja, spüre deinen Lehrer auf. Ich soll meinen Lehrer aufspüren. Spüren, ja. Ich spüre den Lehrer. Quest-Info. Ah, das ist der Popstar-Wahn. Das sind nicht die Telefonstreich-Quester. Karte. Blütenbühl Hauptstraße. Wir sind Blütenbühl Dampfstraße. Wir müssen zur Blütenbühl Hauptstraße. Ich bin mir gerade noch nicht so sicher. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Hier sind so unglaublich viele Quests, die man machen kann. Ist hier los? Lasagne, Ravioli, Bolognese. Ich weiß nicht, was ich wählen soll. Hä? Die Zeitschrift, für die ich arbeite, will einen Artikel über Nudeln haben. Aber ich weiß einfach nicht, über welches Nudelgericht ich schreiben soll. Oh, warte, ich hab's. Hättest du Zeit, mir zu helfen? Na klar. Danke, das ist wundervoll. Du bitte folgendes. Geh los und frag Leute nach ihren Lieblingsnudeln. Ich denke, die Stichproben sollte 5 oder 6 Leute umfassen. Klingt gut. Bestimmt können wir einfach die Leute hier um den Bahnhof herum befragen. Nudelumfrage. Dann fragen wir mal. Mein Lieblingsnudelgericht? Ravioli. Nein, 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 ich bleib bei dem Guten als Spaghetti Bolognese. Ah, mein Lieblingsnudelgericht, ich glaube, das ist Spaghetti Bolognese. Was ist mein Lieblingsnudelgericht? Das ist auf jeden Fall Lasagne. Lasagne. Mein Lieblingsnudelgericht, Nudelsuppe. Boah, lecker Nudelsuppe. Könnt ihr aufhören, vom Essen zu reden? Ich kriege permanent Hunger in diesem Spiel. Hallo. Welches Nudelgericht ich mag? Oh, ich glaube, am liebsten mag ich Lasagne. Dann haben wir da unten noch jemanden, den wir befragen können. Oh, hallo, mein Lieblingsnudelgericht. Natürlich Ravioli. Wir haben 6 Leute gefragt, aber die Meinungen gehen stark auseinander. Aber wir müssen die Ergebnisse jetzt trotzdem an die Reporterin weiterleiten. Das war eine Reporterin? Ich habe irgendwie gedacht, das wäre ein Dude. Egal. Das ist eine Frau-Tatsache. Hast du dich schon umgehört? Mhm, oh, wirklich? Keine übereinstimmende Meinung? Tja, das ist enttäuschend. Aber ich will wirklich nur über ein Nudelgericht schreiben. Was soll ich tun? Ich weiß nicht, wie ich diesen Artikel schreiben soll. Oh je, sie ist nicht sonderlich entscheidungsfreudig, oder? Mein erster großer Artikel mit knapper Frist. Ich muss anfangen zu schreiben. Ich muss auf das Thema brennen und mir die Finger wund schreiben. Also ihr Motto ist auf Touren gebracht, steckt da beim Leerlauf fest. Nutzen wir Veteransfähigkeit, damit sie sich entscheidet und schreibt. Meine Nachforschung zufolge ist Veteran im Krämerviertel. Der ist in einer der leeren Wohnungen der Waldesruf-Wohnsiedlung oder unter Autos oder Automaten dieser Gegend. Finden wir und freuen uns mit ihm an. Echt ein Veteran. Seriously, was ist das für ein Yo-Kai? Das sind ja wieder irgendwelche an irgendwelchen Masten. Hier unter dem Auto? Er hat gesagt, unter dem Auto. Hier sind keine Yo-Kai, aber hier gibt es was anderes. Ein Tanzsternchen, ich weiß immer noch nicht, wer die braucht. Mann, Mann, Mann. Krämerviertel, hat er gesagt. Ja, wo ist das Krämerviertel? Ich hasse die Karte. Die ist furchtbar. Ich hoffe, die gibt bald mal eine bessere. Das sieht überhaupt nicht nach Krämerviertel aus. Mir erzählen, was er wollte. Das ist nur wieder an den Masten. Das sind wieder nur diese komischen Dinger da. Schala,
B-Yokai irgendwo hier, cool. Hallo kleine Dame, was machst du hier? Hast du dich verlaufen? Wie unverschämt! Wenn sich jemand verlaufen hat, dann Papa, Mama und mein Bruder, nicht ich. Ich lasse sie einmal aus den Augen und sie laufen weg wie kleine Kinder. Such sie doch bitte für mich. Ja, bestimmt haben sie Angst. Alles klar. Das höre ich gerne. Weißt du, wo sie sein könnten? Also wir waren zuerst im Blumenladen am Fluss und dann, oh ja, wir sind zum Tempel gegangen und dann haben wir super leckeres Brot in der Bäckerei gekauft. Danach, ich weiß nicht mehr. Wer erinnert sich schon an solche Sachen? Sie scheint wirklich nicht zu wissen, wo sie gewesen ist. Aber wir sollten uns zumindest an den Orten umsehen, die sie erwähnt hat. Verlorene Familie. Ja, ja. Wo ist der S-Rang, Yokai? Irgendwo hier. Unter dem Automat. Also B-Rang, S-Rang. Ja, S-Rang wäre schön. Aha, das ist ein... Der Macho. El Macho. Na komm. Weglaufen bringt dir auch nichts, du fette Sau. Entschuldigung, Entschuldigung. Honey, du bist immer so stereotyp und... Nee. Ich konnte auch nicht sonderlich schnell laufen, als ich dick war. Jedenfalls war ich immer gleich aus der Puste und so. Ah, Machismo, wir brauchen doch noch Machismos. Können wir bitte... Fuck. Können wir bitte Yokai, die in die schwächer sind, irgendwie... Moment, 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 Moment. Was könnte ein Machismo... Jetzt gucke ich nach. Machismo... Machismo Yokai. Genau, ich will wissen, was die gerne mögen. Ich glaube, da brauchen wir doch noch einen. Auch für eine Quest. Die essen gerne Reisbälle. Dann bekommst du von mir einen Schrimpreisball. Bitteschön. Oh. Hammer lecker! Feuer! Tschüss. Adrenalin! Adrenaline maximale! Dann nehmen wir jetzt mal hier. Der Romacho gegen der Romacho, was soll das? Frostina! Ordentlich Schaden, die raushaut, die Dame. Ich mag mein Team sehr. Ich mag mein Yokai-Team wirklich, wirklich sehr, Leute. Ich mag es sehr. Ich finde, die sind großartig in Harmonie. Richtig stark. Maratonico. Yeah, nice. Schiss und nähert sich dir. Ja, schau sich dich einer an. Wir sollten Freunde sein, wir zwei. Das ist so geil, das Viech. Das ist so ein cooler Yokai. Ah! Machismo! Machismo! Ich wette, der betont auch alles so. Machismo mag das! Ausgezeichnet. Wir brauchten ein Machismo für irgendeine Quest und ich weiß nicht mehr für welche, weil ich blöd bin. Was ist hier los? Meine Mutter benimmt sich seltsam. Ich bin so spät dran für mein Treffen mit meinem Freund. Hilf mir! Okay. Schnell tu irgendwas, mein Freund wartet. Wo liegt denn das Problem? Sprechen wir mal mit der Mutter. Versprochen ist versprochen. Was willst du denn? Geh mir aus dem Weg. Wenn deine Hausaufgaben noch nicht fertig sind, darfst du auch nicht spielen. Hast du deine gemacht, mein Kind? Wenn nicht, darfst du nicht spielen. Ich lass dich nicht gehen. Die Hausaufgaben werden gemacht. Sie ist so unhöflich, das war schon lustig. Irgendwas ist hier auf jeden Fall faul. Warte mal. Ich glaube, ich spüre den leisen Hauch einer Yokai-Aura. Ja, sie leuchtet auch ganz lila. Also, seriously. Der Yokai beseelt wahrscheinlich die Mutter. Kümmern wir uns darum. Alles klar. Was ist er denn? Aha! Ja, so ein Grobian. Barricardo. Und den machen wir platt. Unfassbar! Du hast mich gefunden! Du willst durch, musst du durch mich gehen! Okay, dann machen wir dich platt. Habe ich doch gar kein Problem mit. Wow, 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 wow. Schneesturm. Wow, das macht unglaublich viel Schaden. Zwiespalter! Schlitz! Reinlegen wir mal hier unseren Hybrider. Nee, nicht, das war nicht unser, sondern unser, Darumacho. Schön extra Erfahrungspunkte. Erledigt. Aua, hey. Wow, der Blitz hat ordentlich Schaden gemacht. Yes. Erledigt.
Juhu! Komajiro, Jiro, 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 Komajiro. So gut, wenn er tanzt, das sieht so süß aus. Na dann. Sonderlich stark war der ja nicht. Jetzt hört die Mutter vielleicht auf, sich ihre Tochter in den Weg zu stellen. Lass uns mit dem kleinen Mädchen reden. Hä, meine Mutter lässt mich jetzt gehen? Klasse, ich glaube, ich komme immer noch pünktlich zu meinem Freund. Ich frag mich, was mit Mama los war. Naja, egal. Yeah, endlich meine Quest abgeschlossen. Wunderbar, die Quest war tadellos. Mach weiter so. Wie viele Erfahrungspunkte gab das? Nicht sonderlich viel, aber etwas Bauchspeck haben wir bekommen. Und eine Bibabu-Bonus-Szene. Hui! Die waren ja wieder so. Ah. Bingo! Wir kriegen ein Tempo-Talisman. Okay, dann gehen wir mal weiter. Da oben ist auch noch eine Questfahne. Ich will ein bisschen questen, weil sonst kommen wir ja nie dazu, das mal zu machen. Und es ist schade, die Hauptstory ist schneller durch, als man gucken kann. Oh nein, ich kriege mein Mann jetzt nur. Was ist los? Ja, aber ich werde meinen Fußball im Herrn Fürges Haus geschossen. Du kennst ihn doch, oder den komischen alten Kauz. Oh, da ist ein Kätzchen. Ja, und dann kann jemand zu nahe kommen will. Unheimlich, alter Kerl. Ja, ich glaube, das Gerücht habe ich gehört. Bitte, du musst meinen Ball holen. Bitte, unheimliche Typen machen mir Angst. Die machen mir wirklich Angst. Na klar. Wirklich, du machst dich danke. Das Tor ist hier verlassen, aber ich wette, du kommst hinten rum rein. Das könnte mühsamer werden als gedacht. Suchen wir nach einem Hintereingang. Na, dann gehen wir mal den Ball zurückholen. Ja, das hier war die Quest mit der Katze. Nee, der Hund. Renitoni aufzuspüren. Ja, das haben wir noch nicht geschafft. Und hier ist auch noch eine Quest. Entschuldigen Sie, Sie haben nicht zufällig eine Tochter, oder? Ah, das ist der Typ. Ich habe ein kleines Mädchen getroffen und soll ihre Familie für Sie suchen. Was? Du weißt, wo meine Tochter ist? Ich suche sie schon überall. Dann sind Sie also der Vater. Ihre Tochter wartet beim Wanderersrast. Danke, dass du sie gefunden hast. Gut, ich gehe zu Wanderersrast. Der Vater sucht für sein Töchterchen. Zum Glück haben wir ihn gefunden. Okay, lass uns weitersuchen, diese Familie wieder zu vereinen. Kriegen wir alles hin. Jetzt gehen wir erstmal das mit dem Ball erledigen, weil da weiß ich wenigstens, was wir machen müssen. So. Vorsichtig hier langstiefeln. Müssen nicht in jeden Yokai rennen, doch müssen wir. Na dann, auf in den Kampf. Bisschen vorspulen. Jetzt wird's interessanter, denn hier kommt charmante Einheit. Heizt euch ein. Nein, nicht mein Knuffi-Wuffi beseelen. Ihr seid gemein. Schneesturm, erledigt. Job's done. Sehr schön. Ja, viel XP gibt das halt alles nicht. Kann ich wieder Sachen sammeln? Sogar ein Sternchen. Nein? Verdammt. Ach, Möter, Möter und ein Pfannes. Einfach vorspulen. Miau. Huf. Jawoll. Das sind ja nun aber wirklich keine schweren Gegner. Ich mag das mit dem automatisierten Kämpfen. Ich wünschte mir nur, es gäbe noch mehr Herausforderungen im Kampf. Aber das wird ja auch bei Yokai Watch Teil 2 schon alles ganz anders und cooler und besser. Und ich kriege einfach hier immer Gurken in diesem... Ja. Möchte ich das? Ich weiß es nicht. Da sind noch mehr Pfannes. So, dann sind wir nämlich hier. Hier ist ein Yokai. Hier? Tatsache. Ach, guck mal, da ist schon wieder ein Baku. Die sind ganz schön schnell. Hätte ich ja auch gerne länger im Team behalten, aber es ist halt kein so starker Yokai, auch wenn ich die total mochte. Ich fand Baku cool. Ich sitze hier irgendwie so gerade unbequem. Hallo, Baku! Vor allem, dass sie die Müdigkeit fressen können, das finde ich richtig klasse. Ein Simpel. Na dann. Machen wir die mal platt. Das kribbelt. Erholung für Komajiro. Aua, Absorption, das ist nicht cool. Hört auf zu beseelen, greift an, Leute. Da ist was Blaues. Oh, Liebe, vielleicht kann ich jetzt wieder rein und in mein Team aufnehmen. Toll, das macht immer so lustige Geräusche. Komm schon, erledigt. Schubs dann.
Tatsächlich nicht. Na dann. Kätzchen. Na dann, Kätzchen. Wo ist denn jetzt hier der Ball? Huch. Miau. Vielleicht hat er ihn, oder? Ist hier rein? Moment. Was? Nein! 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 Ich war gerade bei dem Haus beschäftigt. Ich verstehe nicht, was das soll. Nein! Nein, das ist nicht nett. Nein! Nein, nicht Gaga! Deine Mutter! Nicht Gaga! Selber Gaga! Oh, Scheiße. Wie soll ich das dann nur schaffen? Wirklich? Spiel? Wirklich? Achso, das ist ja offen jetzt. Wartet mal. Ich brauche in meinem Inventar dieses Marathonikum. Das war sehr nützlich, das letzte Mal. Endlose Ausdauer auf Zeit. Ja. Mhm. So, der ist da oben am Rumlaufen, ja? Hier unten sind Truhen. Cool. Tauchen noch mehr auf. Das macht ja richtig Spaß dann. Wir haben ein Faust- und Fußband 2 bekommen, okay? Der geht da gerade weg. Ist immer so ein bisschen schwierig zu erkennen, wann sie... und wie weit sie laufen. Ich musste da in dieses Viertel rein, um an die ganzen Truhen zu kommen. Ist ja ätzend. Na, der hat uns nicht gesehen, ne? Sehr gut. Spirituelle Studien. Muss ich wieder warten, bis er da vorbeigelaufen ist. Oh, komm schon, beweg dich. Dass die nicht einfach alle platt machen kann, ey. Ich mag diesen Modus nicht. Sorry, aber ich mag den nicht. Geht jetzt wieder zurück. Oh, crap. Höchstens hier abwarten. Ach, nee. Wow, 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 das war knapp. Okay, dann kann ich... kann man hier irgendwo rein? Der hier geht immer direkt auf eine Truhe zu, wie es aussieht. Und dann weg davon. Da oben muss ich hin. Das ist eigentlich der Hauptdude. The Boss of Böses. Alter, es sind so viele von denen. Oh mein Gott, der geht hier rein. Oh mein Gott, der geht hier rein. Er sieht uns aber nicht. Der ist da oben in der Ecke. Seht ihr ihn? Da oben in der Ecke ist er. Jetzt chillt er da ein bisschen durch die Gegend. Heißt, er geht dann da rein und dann kann ich schnell da hinrennen, mir die Truhe holen und dann da weglaufen. Wenn ich das wollte. Will ich so lange ausharren? Wo ist denn überhaupt der Gaga-Typi? Sollte aber gehen. Er hat ja recht lange gechillt an der Stelle, als er da in dieses Ding da gelaufen ist. Oh Mann. Da oben ist der böse Dude. Jetzt soll den Ausgang ja nur ungesehen erreichen. Okay. Schnell aufmachen. Ring des Mondlichts. Das klingt sehr geil. Nein, 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 wo bin ich reingelaufen? Ich bin irgendwo reingelaufen. Ah! Alles gut, es ist nichts passiert. Alles klar, alles gut, alles in Ordnung. Der läuft da raus, aber nicht. Oh oh. Alles klar. Er hat mich nicht gesehen. Da oben ist schon der Ausgang, da muss ich jetzt hin. Es reicht mir jetzt, es reicht mir jetzt! Danke, vielen Dank! Oh Mann, was ein Stress. Wir haben es zurückgeschafft. Solange er uns nicht findet, kann dieser Oni so furchterregend sein, wie er will. Machen wir weiter so. Jetzt muss ich nochmal den ganzen verdammten Weg laufen. So was unnötig Anstrengendes. Ich hätte doch, glaube ich, nur nach dem Ball in dem Abfalleimer suchen müssen. Das ist nicht fair. Ich war schon so weit. Oh, B-Rang-Yokai. Wo? Hier? Am Kaugummi-Automaten?
Tatsache. Ach, ist schon wieder ein Darumacho. Ich brauch so einen komischen... Was war das da? Ich habe schon wieder vergessen, was es war, Teil. Ich brauch das, ich habe vergessen, was es war, Teil. Bams! Ey, Mann! Aha, toll, die Sumas. Dann macht Kumajiro mal gerade einen auf Ultisee. La 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 la. Gewitterfront! Ach, die blocken alle. Komm, nehmen wir mal ein starkes Team. Rostina! Hybrita! Darumacho! Nice! Naja. Oh, ein Dizuma, das sich mit uns anfreunden möchte. Oh, ich war so langweilig. Aber du bist ziemlich cool. Ja, unbedingt. Dizuma. Dizuma. Alles klar. Haben wir schon, aber die Yokai sind immer so traurig, wenn ich sage, nein, ich möchte mich nicht mit dir anfreunden. Und das ist dann schon so ein bisschen... Ich habe ja auch ein Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad durch die Gegend. Das war's schon wieder. Ich mag die Musik von dem Fahrrad so gerne. Oh nein, jetzt müssen wir hier wieder durch. Dieser blöde Onig. Diesen Typen mache ich fertig. Nein. Ich möchte nicht mit euch kuscheln. So viele Mütter hier. Nein. Nein, es hat sich ausgemütert. Nein. So. Vielleicht hier der Abfalleimer drin. Also ich meine den Ball. Ist der Abfalleimer in dem Ball? Ach, ich schätze mal, er hat den Ball. Flügge. Du weißt, ich habe so selten Gäste. Interessant, er wirkt wirklich wie ein unheimlich alter Mann. Unheimlich alter Mann? Also zumindest bin ich nicht unhöflich. Mit ihr Yokai hat doch in schlechten Manieren. Schlechte Manieren? Also hören Sie mal, Moment! Können Sie Whisper sehen? Deutlich ja, aber hauptsächlich höre ich das Geplapper. Faszinierend, Sie spüren Yokai. Für Ihr Alter sind Sie wirklich aufmerksam. Ich verstehe, ein alter Mann weiß unmöglich über Yokai Bescheid, was? Wie kannst du sagen, so ist zwecklos. Oh, Entschuldigung, ich bin nicht daran gewöhnt, wahrgenommen zu werden. Ich versuche mal, das Thema zu wechseln. Haben Sie einen Fußball gesehen? Sie wissen schon, rund wie ein Ball, fußballerisch. Meinst du den hier? Nehmt ihn einfach. Ja, super, wir haben den Fußball bekommen. Schön. Sieh an, Sie haben den Ball ja schnell hergegeben, wie überraschend. Ich bin netter, als ihr denkt und ich habe keine Lust mehr, euch zuzuhören. Außerdem brauche ich euch vielleicht später, also spare ich mir die Energie. Sie brauchen uns später, grandios, wir unterhalten uns gerne mit seltsamen alten Knackern. Ich meine, interessante alte Knacker, die auf mysteriöse Weise Yokai sehen. Interessante alte Knacker? Ehrlich gesagt, gefällt mir das ganz gut. Ah, voll der coole Dude. Hier war doch auch mal ein Yokai drin, wenn ich mich richtig erinnere. Können wir vielleicht von innen das Tor aufmachen? Jawohl. Sehr gut. Guck mal, Kleiner, ich habe deinen Ball. Also, wir haben den Fußball wieder. Sollen wir ihn dem Jungen zurückgeben? Natürlich. Oh, mein Fußball, du hast ihn. Danke, danke, danke. Und war Herr Flügge böse? Was, du hast dich mit ihm angefreundet? Wirklich, ich bin beeindruckt. Dann ist er doch kein so unheimlicher Typ. Hm, wer hätte das gedacht? Ja, dann, cool, danke. Überreicht Fußball. Es ist komisch, jemanden zu treffen, der Yokai ohne Watch sehen kann. Aber Herr Flügge wird uns keine Probleme bereiten. Er ist komisch, aber nett. Wunderbar, die Quest war tadellos. Mach weiter so. Yeah, wow, Erfahrungspunkte. Richtig viele. Mittlere Kugel, Bronzepuppe und eine Bonus-Szene. Ja! Ich liebe es, wenn die Banyan von mir gefällt. Das sieht so süß aus. Na? Die Banyan! Wie kriege ich diese Tanzsternchen hin? Naja, okay, ich überlege jedes Mal noch, wie ich an diese Tanzsternchen, wie ich die, also, so, was wollte ich jetzt eigentlich hier noch? Ich wollte eigentlich zum Uhrenladen die ganze Zeit. So, jetzt nehmen wir mal das Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad und ich glaube, der Part ist vorbei.
Und das mit dem Fahrradfahren leider auch. Na gut. Ja, dann, meine Lieben, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Yokai Watch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.